Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Rust-Update-Video. Ja Leute, Quelle ist wie immer rusterfeed.com und der aktuelle Stacking Branch Server. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los, was diesen Monat im Update ist. Es ist ein kleines Update, das kann ich schon mal vorwegnehmen, im Gegensatz zu den letzten Monaten. Es wird daran gearbeitet, die Double Door, dass es dafür Skins gibt, also dass man sie skinfähig macht. Ansonsten wurde auf den Oil Rigs, also den Ölplattformen, die Puzzles gefixt, also diese Kartengeschichten, grüne, blaue, rote. Das Bandit Camp wurde überarbeitet, es wurde Tweaks, also ein bisschen performancemäßig wahrscheinlich irgendwas gemacht. Es wurde neues Lightling eingefügt, heißt neue Lichter, Lichterketten, neue Lampen und so weiter. Gucken wir uns gleich mal an. Ansonsten wurde auch Lightling in Höhlen eingefügt und in den Röhren. Also ein paar Lampen in den Höhlen, so Decken-Dinger. Gucken gleich mal, ob wir eine Höhle finden. Gucken wir uns das auch mal an. Soll jetzt nicht dafür sein, dass man in der Höhle unbedingt mehr sieht, sondern dass man sich ein bisschen orientieren kann. Damit kommen wir auch schon zum ersten, das ist das Faster Looting mit einem Rechtsklick-Menü. Ihr wusstet ja, sonst habt ihr geklickt. Oh, und dann war es mit dem Inventar. Ihr seht, jetzt ist es Ratzi, Fatzi, auch umgekehrt. Joa. Besser schnell wie langsam, ne? Ansonsten, die nächste Geschichte ist die Map. Hey, ihr seht schon. Ihr seht, wenn man rauszoomt, ja. Für Blinde haben sie jetzt die Größe und die Schriftdicke erhöht. Von den Quadranten. Man konnte sie sonst echt teilweise schlecht sehen, aber das ist ja jetzt auch schon übertrieben, aber gut. Das Wichtigste ist eigentlich große Ölplattform und kleine Ölplattform. Man sieht, dass die Kiste da ist. Und so wie ich die Karte gerade interpretiere, denke ich, man sieht jetzt auch das Containerschiff komplett rumfahren. Ich hoffe es. Wenn ja, dann waren es gute Änderungen. Ja, man kann es natürlich auch ausstellen, den Mist. Na ja, gut. Kann ich damit leben. Ansonsten finde ich schon sehr. Das nimmt ja recht viel weg hier von der Karte. Also, keine Ahnung. Ja, rein und raus. Und man kann weiter reinzoomen, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall kannst du weiter reinzoomen. Wer es braucht, Leute. Wer es braucht, keine Ahnung. Gut. Ansonsten gab es Änderungen an den Pfeilen. Passend zu unserem Server, zur Bo-Woche. Hochgeschwindigkeitspfeile kosten nur Metal Frags. Bone Arrows wurde. Die fliegen ein bisschen schneller, gucken wir uns gleich an. Und haben dadurch natürlich auch einen etwas größeren Radius. Und man bekommt 3 anstatt 2. Beim Craften, ihr seht es, 3 anstatt 2. Das Hauptdingen ist eigentlich The Bow. The Bow! Der Bow hat nach, ja, zum ersten Mal überhaupt ein anderes Aussehen bekommen. Mit dem Hintergrund, dass es dafür in Zukunft auch Skins geben soll. Können Sie ja mal so ein bisschen angucken. Also ich finde super. Der alte Bow war ja echt einfach nur so ein Stock. Das ist ja schon mal ein bisschen, wenn man seit 5 Jahren auf der Insel lebt und mit dem Bow rumläuft. Hat man auch schon ein bisschen mehr dran rumgeschnitzt als einfach nur so ein schon normalen Dingens. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht recht zügig. Können wir uns mal die Knochenpfeile angucken. Ich weiß gar nicht, ob die schon immer so aussahen. Sie sehen ganz cool aus, aber ist nicht meins. Ist auch komplett ungewohnt. Also ihr müsst so viel höher anhalten, wenn ihr normale Pfeile spielt. Also ist nicht meins, Knochenpfeile, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Wer sie nutzt. Die fliegen ein bisschen weiter. Ansonsten Hochgeschwindigkeitspfeil. Sieht für mich auch neu aus. Ich weiß nicht, ob das auch eine neue Spitze drauf ist. Also Hochgeschwindigkeitspfeil mit dem Bogen fühlt sich echt boah, mega an. Also Hammer, wieder abgesnasht. Ich denke, wird bei uns in der Bogenwoche eine Alternative sein. Muss ich nur ein bisschen dran gewöhnen, wie man das anhält. Weil man muss halt ein bisschen drunter halten im Gegensatz zu normalen Pfeilen. Aber man wird wohl auf der Entfernung ein bisschen weiter schießen können. Ja, wie gesagt, ne? Der neue Bow. Ihr seht auch das neue Item. Ja.
Ich finde es ganz cool. Ein paar Skins für den Bo. Wie gesagt, bei uns auf dem Server 5 Tage Bo-Woche. Kommt das Update wie gerufen mit einem neuen Bo und dann auch Skins und so. Finde ich sehr geil. Juti, waren eigentlich schon so die Hauptsachen. Wir können uns nochmal den Recall bei der M39 angucken hier. Der wurde geändert. Natürlich haben wir jetzt keinen Vergleich zum alten. Aber wir können ihn ja mal mit der halbautomatischen vergleichen. Naja, ich würde sagen, das sieht identisch aus. Ist ein bisschen schwer. Ich glaube, er ging sonst... Boah, das ist quasi Dauerfeuer. Da seht ihr mal, wie langsam das Ding schießt. Im Gegensatz zum halbautomatischen. Ja, ich würde sagen, der Recoil ist ungefähr identisch. Ich weiß nicht, ob der vorher leicht nach rechts wegging oder sowas. Da wurde auf jeden Fall was dran gemacht. Noch mal ganz kurz durch. Aber das waren eigentlich schon so die Hauptklamotten, Leute. Deswegen, ich werde jetzt hier einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns gleich beim Bandit Camp wieder. Ja, servus Leute, da bin ich schon wieder. Ja, wir sind beim Banditen Camp. Ich habe mal auf Nacht gestellt. Ja. Ihr seht, es ist schön beleuchtet. Letzte Woche war es ja der Outpost, der ein bisschen mehr Licht gekriegt hat. Jetzt haben wir das Banditencamp hier. So Kleinigkeiten halt. Ich weiß gar nicht, ob die Laternen hier schon vorher an waren. Wie gesagt, es gibt in den Höhlen halt auch noch so Lichteffekte. Gab es ja auch schon teilweise so an den Wänden. Das haben sie auch gemacht. Ja, guckt euch das einfach an. Für euch Höhlenbewohner ist es vielleicht ganz interessant. Sieht eure Höhle ein bisschen schicker aus. Der Weg dahin. Kleinigkeiten. Wie gesagt, das war das ganze Update, Leute. Nicht viel. Aber es kann auch nicht jede Woche irgendwie ein Mega-Update werden. Also dieser Tagebau-Bagger, dieser Braunkohle-Bagger oder wie man das auch immer nennen mag, soll wohl nächsten Monat kommen in dem Update. Ich bin gespannt. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß in Rust. Wer Bock hat, guckt sich noch. Weil das Video ist ja echt ziemlich kurz. Vielleicht unser Server-Video an, falls ihr Bock habt, auf den Solo-Server zu spielen, diesen Vibe. Wie gesagt, wir haben eine Bo-Woche, Bo-Tage. Wir haben 5 Tage, wo man nur mit dem Bogen und Armbrust kämpfen darf. Bisschen Oldschool und natürlich mit Nahkampfwaffen. Und ein paar andere Futures. Wer Bock hat, guckt sich's an. Im Juni werden wir auch ein Duo-Vibe machen. Also werden von Solo auf Duo gehen, für die, die es interessiert. Gut, Leute, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rusten und vielleicht sehen wir uns ja auf meinem Community-Server. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao.